Hallo Kamal, herzlich willkommen bei unserer Goodbye Matrix Konferenz. Schön, dass du dabei bist. Und natürlich begrüße ganz herzlich alle Zuschauer. Und ja, Kamal, kannst du dich mal ganz kurz vorstellen? Wer bist du und was machst du? Okay, ich bin ganz viele Jahre aktiv in diesem Bereich. Jetzt fast ein halbes Jahrhundert. Und seit 1986 beruflich unterwegs als Heiler, Lehrer, Forscher, Erfinder. Alles, was mit Wachstum, Entfaltung und Gesundheit zu tun hat. Nicht nur auf die persönliche Ebene, auf der körperlichen Ebene, sondern auch auf die geistige und auf die Weltebene. Und was wir mit unserem Planeten tun. Oh, Planeten durfte ich nicht sagen, meinte zwei Leute von der Flat Earth Society. Ich muss sagen, weiß ich nicht mehr, was sie meinten, aber diese Flacherde-Ding ist eine hochinteressante Sache. Ich bin auf YouTube darüber gestolpert vor Anfang dieses Jahres. Und die haben interessante Punkte aufgebracht. Ich meine, es hat mich noch nicht überzeugt, dass die Erde flach ist, aber ich bin weniger überzeugt, dass die Erde rund ist. Und dann haben unsere Freunde aus dem Weltall mir den Hinweis gegeben, beide sind wahr. Ist nur, dass mit deinem eingeschränkten dreidimensionalen Blickwinkel, der scheint zu sein, dass es eine Diskrepanz gibt. Aber die Diskrepanz ist ein Wahrnehmungsirrtum, weil ihr das Ganze nicht wahrnehmt. So, beide haben recht. Ende Geschichte. Okay, jetzt können wir weitergehen. Ja, Kamal, als erste Frage wäre, was ist überhaupt für dich die Matrix? Kannst du dazu etwas sagen? Ja, ich habe das Film gesehen, natürlich. Für mich, ehrlich gesagt, das, womit ich am besten identifizieren kann, ist das vedische Konzept von Maya. Maya übersetzt grammatisch bedeutet Illusion, aber es ist eigentlich wesentlich mehr als das. Ich sehe, jeder Mensch hat bestimmte Erwartungen aus seiner Kultur, aus seiner Familie, aus alles, was er oder sie als Kleinkind gelernt hat. Und die sind die Vermutungen, so ist die Welt. Und diese Vermutungen werden auf die Welt projiziert. Und das ist dann, was du wahrnimmst. Und das für mich ist das Matrix. Das ist diese Muster der Kindheitserwartungen auf die echte Welt projiziert. Und so dadurch ist die echte Welt höchstens 40% sichtbar. Und 60% ist die eigene Projektionsfläche. Ja, das ist eine interessante Geschichte mit dem ganzen Matrix. Ja, jeder hat da eine andere Vorstellung darunter, was es ist, was er darunter versteht. Ja, genau, das, was ich gerade gesagt habe. Weil jeder hat seine eigene Kindheitsglaubensmuster. Genau, ja. Ja, aber momentan ist ja die Welt im Wandel, ja, hört man immer wieder und viele Dinge geschehen momentan. Was würdest du sagen, was passiert momentan in unserem System und geschehen vielleicht momentan auch Dinge, die von dem System oder von dem Architekten des Systems überhaupt gar nicht so vorhergesehen wurden? Um es klar zu machen, warum es passiert, muss ich ein bisschen Abstand von der Erde nehmen. Und schau nach Sirius. Sirius ist unser Zwillingsstern. Und wir haben eine elliptoidische Laufbahn umeinander.
Und diese Laufbahn ist 25.650 Jahre lang. An der Punkt weitest weg von Sirius, das war so grob um das Jahr 1100, ist das menschliche Bewusstsein am wenigsten beleuchtet, niedrigste, so die dunkle Zeitalter. Dann kommt die Wende und die Erde und unsere Sonne fängt an, Sirius wieder zu nähen. Und als dies passiert, steigt die Bewusstsein der Erde und es gibt dann grundlegende Änderungen in allgemeiner Bewusstsein.